Also mir wurde ja vorhin schon festgestellt, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Dafür erzähle ich jetzt umso mehr. Das müssen Sie jetzt einfach ertragen. Vorhin hat jemand anders gefragt, wie ist das mit den 20%, die nicht klappen? Hängt das, wachsen die nicht an oder sind das andere Kalamitäten? Es ist beides, oder? Wir haben halt, wir haben es nicht mit einer Maschine zu tun, sondern mit Natur. Und eigentlich sind sogar zwei natürliche Faktoren für den Erfolg zuständig, nämlich die Pflanze und der Mensch. Und beide sind nicht ganz so zuverlässig, das haben Sie vorhin schon gesehen, weil ich zu spät gekommen bin. Oder? Und das heißt, man muss einfach lernen, ich sage immer, das Wichtigste beim Gärtner ist Geduld. Oder? Meistens funktioniert es dann früher oder später doch, aber wenn man natürlich nach 5 Minuten schon nervös wird, dann gibt man der Pflanze keine Chance. Und natürlich gibt es auch bei uns, wir haben ungefähr 1%, 0,5 bis 1% der Leute, die irgendeine Reklamation haben, wenn wir Pflanzen verschicken. Und wahrscheinlich die Hälfte davon mit Recht. Das heißt, es ist nicht gewachsen, ist was abgebrochen auf dem Transport, jemand ist drüber gefahren. Aber es gibt auch die anderen Fälle, wo man halt den Leuten erklären muss, dass die Pflanze halt im Herbst keine Blätter mehr hat oder dass sie halt jetzt ein bisschen braune Blätter hat, das gehört auch dazu. Aber wir versuchen das eigentlich, wenn es immer wie geht, im Sinne des Guten zu entscheiden. Wir stehen hier vor einer speziellen Pflanze, die wahrscheinlich hier in der Region Osnabrück zum ersten Mal steht. Das ist Eliagnus umbellata, wir nennen sie Pünktchenbeere. Und die wird nächstes Jahr werden die Früchte tragen. In den USA heißt sie auch Autumn Olive, Herbstolive. Nicht etwa wegen der Frucht, sondern ein bisschen wegen dem schmalen, länglichen Blatt. Und vor allem im Frühjahr beim Austrieb sieht es wirklich südlich wie eine Olive aus. Was ist das Besondere dran? Die wird, wir sehen dann oben im Paradiesgärtlein, sehen wir noch eine ältere Pflanze, die ist schon voller Beeren. Also nächstes Jahr wird die auch voller Beeren sein. Die bildet im Oktober, November Beeren aus, zu einer Zeit, wo es sonst eigentlich keine Beeren gibt. Und im Gegensatz zu Sanddorn und Konsorten kann man die direkt essen. Uns interessiert immer das, was man direkt essen kann, weil das der Genuss ein bisschen größer ist, als wenn dazwischen noch viel Arbeit, Mühe, Schweiß und Tränen sind. Tränen sind ja schon ein bisschen dabei, weil man ja gärtnern muss, oder? Unkraut jäten und so weiter. Aber direkt essen, dann dieses Erlebnis haben, das ist schon was Besonderes. Ist für Liebhaber von Leuten, die gerne Säure haben, aber auch viel Zucker. Der Zucker schießt irgendwann im Oktober, November rein. Wir gehen auch jede Woche oder alle halbe Woche probieren. Oh nein, sauer. Oder? Und irgendwann wirklich fast von einem Tag zum anderen ist es so, dass du auch den Zucker hast neben der Säure und dann sind sie direkt essbar. Sie haben noch etwas leicht Astringierendes, führt aber auch dazu, dass es so ein bisschen Suchtfaktoren gibt. Also wir hatten letztes Jahr mal ein paar Studenten bei uns auf dem Betrieb in Bad Zwischenahn, nicht in der Schweiz, und die waren irgendwie 3 Tage bei uns am Arbeiten, es ging um ein Internetprojekt. Aber die sind jedes Mal, als sie an den Sträuchern vorbei sind, sie stehen geblieben und haben ein paar Früchte genascht. Das ist eigentlich das Ziel von Nubera, oder? Dass man stehen bleibt und ein paar Früchte nascht. Also Eliagnus umbellata oder eben Pünktchenbeere ist sowas, was man nicht kennt. Wir versuchen es da mal als Hecke zu ziehen. Wir haben überhaupt hier versucht, im ganzen Küchengarten, überall in den Küchengarten hinein, noch so Obsthecken reinzupflanzen an den verschiedensten Orten. Gut, gehen wir einen Schritt weiter und ich hoffe, meine Stimme hält durch. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.